Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Brot und Semmeln aus dem Automaten. Tschaikowskis Don Röschen verzaubert Zuschauer und BSV verliert deutlich gegen Leverkusen. Tagaktuell, das regionale Abendmagazin. Liebe Zuschauer, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe von Tagaktuell. Man sieht sie inzwischen überall, Lebensmittelautomaten. Da kann man sich zum Beispiel am Wochenende frische Eier direkt vom Bauernhof zum Frühstück holen. Ja, und nun gibt's auch noch die Brötchen dazu. In Kirchberg hat der Stadtheizer einen Automaten mit Backwaren aufgestellt. Wir treffen Danny Wittisch, genannt der Stadtheizer, in der Torstraße. Und zuerst wollten wir wissen, was es mit dieser Bezeichnung auf sich hat. Lange Geschichte, das ist von meinen Anfangszeiten, als ich noch für den Weihnachtsmarkt und fürs Altstadtfest in Kirchberg Handbrote gebacken hat. Wir hatten da einen Namen gesucht und meine Schwester kam dann auf die Idee, komm, was hältst du von Stadtheizer? Haben den dann genommen und dann hat sich das so eingeprägt bei den Leuten und bei Ladeneröffnung haben wir gesagt, wir nutzen den Namen weiter, jeder weiß, wer damit gemeint ist und ja, und es hebt sich ein bisschen ab. Ich habe 2001 meine Lehre angefangen als Bäcker. Habe dann viele Jahre als Bäcker gearbeitet, dann eine Umschulung gemacht, nochmal was anderes lernen als Industriekaufmann. Bin dann aber wieder in Hand ins Handwerk zurück, weil es einfach mehr Spaß macht und mir mehr lag. Meine Meisterausbildung dann gemacht und dann standen wir vor der Frage, was machen wir mit dem Meister? Und ja, Grundgedanke war immer, sich ein bisschen selbstständig zu machen durch Weihnachtsmarkt etc. Aber sowieso schon so einen Grundstein gelegt und 2022 haben wir dann einen Laden aufgemacht, also Lädchen. Hinter dieser Scheibe befindet sich die Mini-Backstube. Genau, ich bin alleine, back auf 14 Quadratmeter, Verkauf aus der Backstube heraus. Ab April planen wir einen separaten Laden unten in der Stadt aufzumachen, auf der Bahnhofstraße. Und dann kommen noch ein paar Angestellte mit dazu. Derzeit kommt Danny Wittisch noch ohne Angestellte aus, dank des Automaten. Wie kam es dazu? Ja, es ging darum, dass ich eingeschränkte Öffnungszeiten habe und dann halt mir auch ein Großteil der Kunden einfach durch die Lappen ging. Und arbeitsbedingt viele Kunden erst spät Nachmittag und da bin ich nicht mehr erreichbar gewesen. Und da habe ich etwas recherchiert und bin dann im Internet auf eine Firma gestoßen aus Kiel, die so die Automaten herstellt und mit denen Kontakt aufgenommen. Und kurze Zeit später stand er dann hier und erfüllt seinen Zweck. So sehen das auch die Kirchberger. Sie wissen das öfter? Ja, also eigentlich regelmäßig, seitdem das hier da ist, auch von der Zeit her, wenn der Arbeit durch ist und alles. Ist eine gute Idee. Sehr, sehr gut, ja, auf jeden Fall. Also wir sind selbst überrascht, wie gut er angenommen wird. Hauptstoßzeit ist dann wirklich zwischen 14 und 17 Uhr. Da wird er regelrecht leergeräumt, der Automat. Und ja, wird dankend angenommen. Und das nicht nur von den jungen Leuten. Der Automat funktioniert zwar nur mit Karte, aber das ist heutzutage ja kein Problem mehr. Die Handhabung ist kinderleicht. Wer absolut gar keine Ahnung hat, läuft quasi auf den Automat zu, kann auf das Display tippen, hat dann eine Übersicht, was aktuell drin ist, wählt sich dann aus, was er haben möchte. Wir können jetzt hier zum Beispiel mal das Frühlingsbrot nehmen, tippt es an, Inhaltsstoffe, stehen mit drauf, Preis, wo es liegt, man kann es sich noch angucken und dann macht man sich den Warenkorb voll, wenn man jetzt noch mehrere Sachen haben möchte oder geht auf sofort kaufen, kommt dann sofort zur Übersicht, Licht leuchtet auf, Karte anhalten, EC-Karte mit Chip, kontaktlos und dann war es auch schon. Fächer gehen auf nach Bezahlung und fertig. Na dann, guten Appetit! Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Am vergangenen Freitagabend war das König-Albert-Theater wieder einmal ausverkauft.
Auch heute ist Dornröschen aus Tschaikowskis weltberühmtem Ballett-Triptychon dank seiner wunderschön märchenhaften Musik eines der populärsten Bühnenwerke überhaupt und gehört zum internationalen Standardrepertoire des klassischen Balletts. Wir nutzten die Gelegenheit, um zu erfahren, wie die Kursächsische Veranstaltungs GmbH mit der vergangenen Spielzeit zufrieden war und welche Höhepunkte das aktuelle Jahr bereithält. An diesem Wochenende enden die 21. Kursächsischen Winterträume. Unser Winterkulturfestival für die Musik- und Wintersportregion im oberen Vogtland. Und wir, glaube ich, können sagen, haben wieder eine tolle Besucherzahl erreicht. Wir denken, wir werden so wieder über 20.000 Gäste hier in den königlichen Anlagen begrüßt haben dürfen. Ja, und die Höhepunkte, das Resümee, waren natürlich die großen Konzerte, zum Beispiel von den Wiener Sängerklaben, die Sinfoniekonzerte der Kursächsischen Philharmonie, gerade Weihnachtszeit, aber auch natürlich den spannenden Abend mit Joe Bausch hier im König Albert Theater oder Auftritte von weiteren Stars und Sternchen, die hier sich bei den Winterträumen sehr wohl gefühlt haben. Insgesamt kann man sagen, dass gerade das ganze obere Vogtland auch in der etwas schneeärmeren Zeit genau solche Angebote ja eben auch braucht, denn die Gäste wollen natürlich, wenn sie nicht Schlitten oder Skifahren können, auch was anderes erleben. Das hat funktioniert und so freuen wir uns, dass wir nächstes Jahr dann die 22. Kursächsischen Winterträume wieder in der Musik- und Wintersportregion durchführen dürfen. Inzwischen trafen die ersten Gäste ein. Unter ihnen drei Frauen, für die ein Ballettabend zu einer schönen Tradition geworden ist. Ja, wir haben im König Albert Theater das erste Mal ein Ballett gesehen von Tschaikowski und haben uns da spontan so drin verliebt, dass wir jetzt eigentlich jedes Mal, wenn Ballett ist, hierher kommen. Genau, also genau. Mindestens ein oder zweimal im Jahr sind wir beim Ballett dabei. Ne? Genau. Und Dornröschen haben wir noch nie gesehen. Genau, das schauen wir uns jetzt heute an. Für uns Premiere, ne? Richtig. Die Damen begeistern sich aber nicht nur für Ballett. Das Programm ist sehr, sehr abwechslungsreich im Richtig. König Albert. Ja, Theater auf alle Fälle. Für jeden Geschmack etwas für dabei. Jedes Alter. Genau, ne? Genau. Und wir drei sind ja so eine kleine Theatergruppe und wir nutzen sehr kräftig. Wir nutzen das Programm auf jeden Fall. Dankeschön. Danke. Die drei Frauen wohnen in der unmittelbaren Umgebung. Schön, wenn man so eine Spielstätte direkt vor der Haustür hat. Was uns an diesem Abend auffiel, eine Menge Eltern hatten ihre Kinder mitgebracht. Alle warteten gespannt und schließlich öffnete sich der Vorhang. Und die Farben stimmten schon ein wenig auf den Frühling ein. Und ja, so weit weg ist er ja auch gar nicht mehr. Ja, natürlich. Sie sehen ja draußen, geht's schon los. Irgendwie ist der Winter schon vorbei, aber der Frühling ist noch nicht ganz da. Aber um den Frühling erquicklich zu gestalten, haben wir den kursächsischen Frühlingszauber schon vorbereitet. Dieser wartet hier in den königlichen Anlagen und wird natürlich mit einem kulturellen Programm natürlich ganz besonders inszeniert hier im Theater und den königlichen Anlagen der Festspielstadt Bad Elster. So freuen wir uns zum einen zum Beispiel auf die Opernpremiere Das Rheingold, welche unseren Wagner-Zyklus in diesem Jahr beginnt. Wird, denn wir haben nicht nur das Rheingold im Programm, sondern werden auch den Fliegenden Holländer hier im Naturtheater präsentieren und zu den Festspielen dann Tristan und Isolde im Theater aufführen. Das heißt, ein kleiner Wagner-Zyklus passend zum Frühling. Dazu gibt es verschiedene weitere Konzerte. Tom Astor wird hier sein. Gregor Gysi, schon ausverkauft, wird hier wieder zu einem Abend des politischen Diskurses einladen. Aber es gibt natürlich auch weitere Stars, zum Beispiel zu Ostern Thomas Rühmann, bekannt aus der Fernsehserie In aller Freundschaft und natürlich eine große Michael Jackson Performance hier im König Albert Theater, wo sich der King of Pop
im König-Albert-Theater trifft. Eine ganz besondere Geschichte. Also der Frühlingszauber steht an und wir freuen uns sehr. Bad Elster wird irgendwie immer gefeiert. Ja, Bad Elster feiert irgendwie immer wieder und immer weiter, das stimmt. Wir feiern dieses Jahr das Jubiläumsjahr zu 700 Jahren Ersterwähnung, was uns wirklich sehr freut, denn im vergangenen Jahr haben wir 175 Jahre königlich sächsische Staatsbad gefeiert und schließen jetzt nahtlos an mit den Feierlichkeiten. Besondere Höhepunkte in diesem Jahr sind natürlich der Auftakt, zum Beispiel das große Rhododendronfest im Mai, aber auch die 19. Equipage in Bad Elster, die große Naturtheatersaison mit vielen Stars und dann als Höhepunkt im September der 20. Tag der Vogtländer, der hier in Bad Elster stattfinden wird und natürlich mit einem Jubiläumsstadtfest garniert wird, wo es viele Überraschungen gibt, aber natürlich auch vor allen Dingen der große Festumzug in Kooperation mit dem Vogtlandkreis. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Am 21. und 22.09. wird hier das ganz, ganz große Jubiläum gefeiert. Das sollten Sie sich dick im Kalender anstreichen. Und nun schauen wir noch etwas auf die Bühne. Klassisches Ballett im König-Albert-Theater ist immer eine ganz besondere Freude und vor allen Dingen in einer klassischen, wunderschönen Inszenierung des Theaters Ustinad Labem. Unser Generalmusikdirektor dirigiert selber, war erst vor kurzem im Ustinad Labem und hat das Dornröschen einstudiert. Da freuen wir uns wirklich sehr. Es ist natürlich ein Klassiker von Tschaikowski. Das Besondere sind hier wirklich die klassische Inszenierung und diese tolle Musik in diesem tollen Haus, die zu einem ganz besonderen Ereignis immer wird. Deswegen ist es Dornröschen natürlich auch ausverkauft, schon sehr lange mit einer großen Warteliste, weil es sehr, sehr begehrt ist. Und es sind vor allen Dingen auch viele kleine Besucher heute da, glaube ich, die eben auch den Tanz lieben und sich so ein Theaterfest auch sehr, sehr gerne anschauen. Das freut uns ganz besonders, wenn durch so einen Abend auch Bad Elster zum Treff der Generation wird. Shoe Manufacture, das ist der Inbegriff von Orthopedics of Modern Art. Handwerks- und Meisterqualität in der dritten Generation zeichnen unsere Produkte aus. Ob Orthopädie oder moderne Technik, wir liefern weltweit auch über unseren Internetshop. Jetzt ganz neu speziell für Diabetiker, das neue Fußdruckmesssystem, welches die Anforderungen der Krankenkassen erfüllt. Außerdem halten wir speziell von Bauerfeind entwickelte Einlagensysteme, Bandagen und weitere Hilfsmittel für unsere Kunden vor. Der Meister steht Ihnen zu den Öffnungszeiten natürlich persönlich zur Verfügung. Shoe Manufacture, Ihr kompetenter Partner, wenn es um Ihre Fußgesundheit geht. Zwickau, Grimmitschauer Straße 30a, gleich gegenüber dem Hauptfriedhof. Wow, so einfach ist das. Eine richtig tolle Wohnung und eine Ausstattung, die wir aussuchen konnten. Genau die Küche, die tollen Fliesen an der Wand, eine richtig schöne Dusche. Und das nur für ein paar Euro mehr im Monat. Wenn alles so einfach wäre, dann müsste sich die Steuererklärung selber ausfüllen, es nie mehr Bad Hair Days geben,
Kaffee nie kalt werden, man nur nette Verwandte haben und immer Grünphasen auf dem Weg. Man müsste sich beamen können und Zeitreisen wären möglich. Wow. Sie müssen nur noch unterschreiben. Bestimme deine Miete und Ausstattung selbst mit dem Mietkonfigurator der GGZ. Eigentlich könnte ich diese Übung auch zu Hause machen, aber an den Geräten ist es viel effektiver. Der regionale Sport wird Ihnen präsentiert von Hofmann Metall, Ihr Experte für Ressourcenrückgewinnung. In Abwandlung eines berühmten Spruchs könnte man sagen, wer im Spiel zu spät aufwacht, den bestraft der Gegner. Die Voraussetzungen für den BSV Sachsen gegen Bayer Leverkusen, einen Sieg einzufahren, waren gar nicht so schlecht. Aber schon im Vorbericht sagte Norman Rentsch, das muss auch auf die Platte gebracht werden. Und damit hatte das Team des BSV am Samstag seine Schwierigkeiten. Die Stimmung in Neuplanitz war recht gut vor dem Spiel. So mancher witzelte noch, zu Gast ist die BSG Chemiewerke Leverkusen. Naja, ein bisschen Nostalgie darf sein. Für den BSV Sachsen-Zwickau lief die letzte Zeit recht erfolgreich. Gute Spiele gegen Mannschaften aus dem Mittelfeld und ein Sieg gegen den direkten Konkurrenten Solingen-Gräfrath, das sollte dem Team doch Auftrieb geben. Ja, von der Formulierung her, glaube ich, können wir das halt als positiv halt werten. Wir haben halt ein sehr, sehr wichtiges Spiel gegen Solingen halt gewonnen. Ein sehr, sehr starkes Angriffsspiel in Metzingen abgeliefert, wo es halt vielleicht auch um Kleinigkeiten halt ging, da halt mit zwei Punkten halt nach Hause zu fahren. Aber ich glaube, wir haben eine Menge Portion oder eine große Portion Selbstbewusstsein gerade in uns. Und ich hoffe einfach, dass wir heute genau unser Spiel wieder auf die Platte bekommen gegen Leverkusen. Leverkusen hat mit ganz schönen Ausfällen zu kämpfen. Könnte das fürs Spiel für euch gut sein? Ja, sicherlich haben wir das registriert und nehmen es halt natürlich auch wahr. Aber die Situation ist, das hat man jetzt halt auch gesehen, dass sich halt Leverkusen wehrt. Es haben halt auch ein ganz gutes Spiel halt gegen Bietigheim gemacht, gegen den großen Favoriten. Und sie haben halt immer noch sehr, sehr viel Qualität halt im Kader. Mit einer Thormeyer und mit einer Lopez, glaube ich, ist es dann halt schon sehr, sehr gut besetzt halt im Rückraum und halt mit Ingpass und Böders halt am Kreis. Darauf heißt es halt zu achten. Und wenn wir das uns, glaube ich, wenn wir halt in die Positionsabwehr halt reinkommen und dann halt bewusst unsere Abwehr halt spielen können, dann haben wir halt auch, glaube ich, eine gute Chance. Die Mädels des TSV Bayer 04 Leverkusen hatten da natürlich etwas dagegen. Bei ihnen sind zwar einige Leistungsträgerinnen ausgefallen, doch vor allem die Ergebnisse gegen den THC und gegen Bietigheim sind ein Achtungszeichen. Das ist auch so ein leistungsstarkes Team. Mit Platz 9 nach diesen Kracherspielen kann sich Trainer Michael Biegler tiefenentspannt zurücklehnen. Eigentlich ein relativ leichtes Spiel für uns, weil ich glaube schon, dass Zwickau ein bisschen unter Druck steht und heute punkten muss. Wir müssen das nicht. Ich will auch eigentlich eine gute Teamleistung sehen, aber was anderes kommt es auch erstmal nicht an. Die letzten beiden Spiele bei Ihnen waren Kracherspiele gegen die Oberen. Steckt sowas noch in den Knochen oder stecken die Mädels das einfach weg bei Ihnen? Nö, wir hatten sogar ganz gute Szenen dabei. Also nochmal, wir haben auch die Niederlagen in Grenzen gehalten, da war kein Aussetzer bei. Wir haben wirklich durchrotiert am Mittwoch gegen Bietigheim. Ich fand eine sehr passable erste Halbzeit gespielt. Ich hoffe, sie haben sogar eher ein bisschen Selbstbewusstsein mitgenommen aus der Partie. Dass man die Partie nicht gewinnen kann, steht außer Frage und da bin ich völlig entspannt.
Vor allem die erste Aussage von Michael Biegler sollte man sich ins Gedächtnis einprägen, auch wenn das eine alte Weisheit ist. Wenn nach oben und unten kaum noch wirklich was passieren kann, sieht man auch einen Rückstand im Spiel anders, als wenn der Sieg Pflicht ist. Trotz dieser Konstellation begann Bayer Leverkusen druckvoll. Hier wird Jennifer Souza recht rabiat gestoppt. 7 Meter. Mariana Lopez ohne Probleme. Die BSV-Fans mussten an diesem Tag auch nicht lange stehen bleiben. Schon Anfang der zweiten Spielminute wirft Emma Fratin nach einem kurzen Sprung aus dem Lauf heraus das 1:1. Die Wiederholung der ersten Spielszene nur eben auf der anderen Seite. Laura Szabo wird am Kreis zu Fall gebracht. Auch hier gibt es 7 Meter. Emma Fratin bei ihrer Spezialdisziplin. 5. Spielminute, Zwickau im Angriff. Mit dieser Parade könnte die Leverkusener Torfrau fast schon im Varieté auftreten. Im Gegenzug baut Leverkusen sicher auf, bis Annika Ingenpass fast frei am Kreis steht. Die Abwehr kommt zu spät, 2 Tore Vorsprung für die Gäste. Das Spiel blieb zu diesem frühen Zeitpunkt noch offen. Hier setzt sich Juliane Peter konsequent durch. Die gerade 18-Jährige machte an diesem Tag ein echt gutes Spiel. Aber schon im ersten Drittel des Spieles begannen die Unkonzentriertheiten beim BSV. Immer wieder gab es die Möglichkeiten für schnelle Leverkusener Konter, aber Caroline Martins lief in dieser Phase zu Hochform auf. Der Nachwurf geht am Tor vorbei. Ohne die Top-Torfrau hätte es wohl schon ganz anders ausgesehen. Dennoch war Norman Rentsch alles andere als zufrieden. Es ist noch kein Fernwurf gekommen, aber wir rennen raus hier in den Innenblock und machen hier halt die Räume hoch, dass ich was laufen kann. Du hast den Job halt gehabt, auf Lücke 1, alles so ist. Da bleiben wir jetzt, Simone auf 2, Rita hier, Nadine, Simone, Lala ab der. Okay, Angriff Simone auf 3. Kommt schnell in die Fake-Bewegung rein. Hoher Läufer, Fake, nimmt was will, los geht's. Die Ansage schien gefruchtet zu haben. Rita Lakatosch, trotz Bedrängnis macht sie das mit links, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann kam eine Phase, in der die Torfrauen das Sagen hatten. Den Abpraller können die Zwickauerinnen aber wieder einmal nicht bei sich behalten. Schneller Gegenzug von Leverkusen, aber auch Caroline Martins ist auf dem Posten. Der schnelle Konter von Martins auf Emma Montag ist aber wieder alles andere als professionell, derzeit eins der Probleme des Teams. Auf ein neues, wieder ein komplett unkonzentriertes Abspiel. Wieder ist der Ball weg und Leverkusen mit 4 Toren Vorsprung hat natürlich alle Zeit dieser Welt. 16. Spielminute, Angriff Laura Szabo, sie wird gestoppt. Dabei ist ein Fuß der Abwehrspielerin voll im Kreis, doch es gibt nur Freiwurf. Auch wenn diese Entscheidungen nichts mit dem Spielverlauf zu tun hatten, es gab schon erhebliche Diskussionen. Doch bei solchen Fehlabspielen, wie will man da Tore werfen? Freiwurf Leverkusen, der Ball kommt von ganz außen, aber Caroline Martins kann sich erneut auszeichnen. Im Angriff zeigt Rita Lakatosch, wie es gehen kann. Ansatzlos aus der Hüfte nach oben links, so macht man Tore. Wieder Leverkusen im Angriff, Caroline Martins mit einer super Parade, doch der Abpraller kommt bei Leverkusen an. Jennifer Souza setzt sich durch. Die Reaktion von Martins kann man getrost als Explosion bezeichnen, aber mit Recht. Was macht da die Abwehr? Dazu kam dann auch noch eine gehörige Portion Pech. Die Torfrau lenkt den Ball ab, der geht an die Latte, aber nicht ins Tor. Noch ein paar Zentimeter weiter und Wembley lässt grüßen. Anstatt Lara Seidel hier mit einer schnellen Drehung die Lücken nutzt, kommt ein Abspiel an den Kreis, was sich die Leverkusenerinnen holen. Annika Ingenpass ist am schnellsten, da waren es schon 7 Tore Unterschied. Als wenn das nicht genug wäre, wieder Unkonzentriertheiten, wieder ist der Ball weg und Leverkusen hat Zeit zum Herunterspielen. Letzte Aktion in der ersten Halbzeit, Mareike Thomayer zeigt den Zwickauerinnen mal, wie Lücken genutzt werden. 11:20 der Halbzeitstand. Zweite Halbzeit, es heißt ja, wer das erste Tor nach der Pause wirft, gewinnt das Spiel. Und hier steigt Emma Fratin endlich mal schön weit draußen hoch und schon zappelt der Ball im Netz. Leverkusen ließ sich jetzt oft so viel Zeit, dass es selbst den Schiris zu viel wurde. Zeitspiel, noch 3 Pässe, Wurf von außen, aber Jovana Karovic jetzt beim BSV im Tor mit super Stellungsspiel und beste Reaktion. Hier Emma Fratin von außen, ja als Rechtshänder von rechts außen, das ist wirklich nicht so einfach. Mareike Thurmeier auf dem Weg zum Zwickauer Tor, doch Jovana Karovic kann sich erneut beweisen. Im Gegenzug setzt sich dann Juliane Peter schön durch.
18 Jahre, wie schon gesagt. Sie machte an diesem Tag ein echt tolles Spiel und es schien allgemein so, als wenn der BSV jetzt auftritt. Doch nur Minuten später war klar, das war ein Strohfeuer. Wenige Ideen im Angriff, oft genug einfach nur drauf. Und das nutzte Leverkusen für schnelle Gegenstöße, wie hier Christine Kaufmann. 11 Tore Abstand waren es da wieder. Lücken groß wie Scheunentore, doch was macht Leila Ihlefeld? Wieder so ein Anspiel an den Kreis und wieder ist der Ball weg. Leverkusen zeigt nochmal, wie es gemacht wird. Jennifer Sousa sieht Christine Kaufmann außen, fast wie in einer Trainingseinheit. Und so blieb es bis zum Schluss. Zwar konnte der BSV den Abstand halten, doch die schönen Spielzüge kamen von Leverkusen. Christine Kaufmann, schnelle Drehung um die Abwehr herum, so wird das gemacht. Zwickau stemmt sich dagegen, doch so eben nicht. Wieder wird Christine Kaufmann auf den Weg geschickt. Leila Ihlefeld kommt zu spät, Tor für Leverkusen. 9 Tore waren es am Ende, kurz gesagt, viel zu hoch und völlig unnötig. 26:35, das sollte zu denken geben. Norman, viele haben gesagt, gegen Leverkusen sah es hier in der Halle immer ganz gut aus. Das Hinspiel dort ging auch relativ knapp daneben. Heute war es deutlich. Was denkst du, was waren die Ursachen? Ja, erstmal Glückwunsch an Leverkusen. Ich glaube, wer 60 Minuten lang halt führt, hat verdient halt auch gewonnen. Sie haben es sehr, sehr bewusst im Angriff halt gemacht. Wir wollten halt eine bessere Abwehr halt stellen und die positiven Momente aus Metzing halt mitnehmen. Ist uns aber leider von der ersten Minute an halt nicht gelungen. Wir haben zu viel halt die Räume halt aufgemacht, die eigentlich halt zu sein sollten. Und das ist dann, glaube ich, halt mit knapp 20 Toren zur Halbzeit dann halt, glaube ich, gut zu erklären. Ist uns leider nicht so gelungen, wie wir uns das halt vorgestellt haben, aber wir müssen halt den Kopf schnell wieder hochmachen und uns auf die Aufgaben gegen Neckarsulm, gegen Halle zu Hause halt konzentrieren. Und deswegen halt Glückwunsch nochmal an Leverkusen, haben einen sehr, sehr guten Job gemacht. Noch ist nicht aller Tage Abend. Beim Thüringer HC können die Mädels zeigen, dass sie Kampfgeist besitzen und sich gegen einen haushohen Favoriten wehren können. Und am 23. März kommt Schlusslicht Neckarsulm an die Mulde. Dann ist das wieder ein 4-Punkte-Spiel, um weitere wichtige Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Werbung. Ich liebe Aktivitäten in der freien Natur. Wandern, Radfahren, Golf spielen. Und damit es noch lange so bleibt, nehme ich Rosaxan, um meine Muskeln und Knochen zu unterstützen. Denn mit Schmerzen in den Gelenken wäre das alles nicht möglich. Danke, Rosaxan. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Treitschke. Dieser Name steht seit nunmehr 27 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit rund um die Pflege. Das Sanitätshaus bietet den Komplettservice aus einer Hand. Zentralisiert in der äußeren Dresdner Straße 12 in Zwickau finden die Kunden hier beste Voraussetzungen für eine ganzheitliche sowie allumfassende Beratung und Versorgung. Das freundliche und bestens ausgebildete Team mit oft langjähriger Berufserfahrung nimmt Sie an die Hand. Ob Wundversorgung, Trink- oder Sondennahrung, Stoma- und Inkontinenzversorgung – alles ist vorrätig im Sanitätshaus Treitschke. In der modernen, geräumigen Orthopädieabteilung reicht das Spektrum von orthopädischen Schuheinlagen über Orthesen bis hin zu individuell angefertigten Prothesen für Arm und Bein. Fordern Sie uns. Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Sanitätshaus Treitschke, äußere Dresdner Straße 12 in Zwickau. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Am Mittwoch ändert sich nichts an der trüben Wetterlage.
Bei Höchstwerten von 7 Grad zeigt sich der Westsachsenhimmel wolkenverhangen. Mit Niederschlägen ist eher nicht zu rechnen. Am Donnerstag klettert das Quecksilber dann schon wieder bis auf 13 Grad. Wolken dominieren das Wettergeschehen im Sendegebiet. Am Nachmittag lässt sich auch mal die Sonne blicken. Freuen dürfen wir uns dann auf den Freitag. Bei frühlingshaften 15 Grad erwarten uns 8 Sonnenstunden. Erst gegen Abend ziehen sich die Wolken zusammen und in der Nacht könnte uns der eine oder andere Regenschauer ereilen. Bei ähnlichen Werten wie am Vortag bleibt es am Samstag komplett bedeckt. Immer wieder kann es regnen. Liebe Zuschauer, das war's von Tag aktuell für den Dienstag. Ihnen wünsche ich jetzt einen schönen Abend und bis morgen. Machen Sie es gut. Tschüss.